Als Zuhause reicht ihnen ein Wassertropfen oder ein Krümel Erde, die Bewohner. Wenige Zehntel Millimeter große Einzeller. Die Zieralge, Kieselalge, das Augentierchen und die Amöbe sind die Stars unterm Mikroskop. Durch Zusatz mit Farbstoff wurden die Fortbewegungsarten verdeutlicht. Förderbandeffekt, Geißelbewegung, Scheinfüchen. Sind einzellige Algen und können Größen von mehreren hundert Mikrometern erreichen. Selten sind die Einzellen zu Fäden verklebt. Die Zellwand besteht aus Zellulose und kann inkrustiert sein. In der Regel sind Kieselalgen mikroskopisch klein. Zum Beispiel erreicht die Achnanthes eine Länge von 40 Mikrometer. Einige Arten können jedoch bis zu 2 mm lang werden. Namensgebend ist der Augenfleck, Stigma, der allerdings kein primitives Auge ist, sondern ein Pigmentfleck, der einen Photorezeptor beschattet und dadurch dem Augentierchen ermöglicht, sich in Abhängigkeit von der Lichtrichtung zu bewegen.
oder Wechseltierchen sind eine große, vielgestaltige Gruppe von Einzellern, die keine feste Körperform besitzen, sondern durch Ausbildung von Scheinfüßchen ihre Gestalt laufend ändern. Amöben sind eine Lebensform, keine Verwandtschaftsgruppe.